haben wir hier einen Verlust. Okay. Oh, guck mal das an. Viel hilft viel. Eidosch? Ja? Wie findest du unser neues Projekt? Sehr hübsch. Ja, das sieht so schon hübsch aus, aber die Farbe gefällt mir natürlich nicht. Mit den High-Performance-Leuchten, was ich selber persönlich feiere, voll geil. Bei normalerweise Taxi habt ihr ja nur dieses komplette Grill. Da ist die Stoßstange auch ganz anders. Schiebedach hat ein Taxi so gut wie gar nicht. Echt jetzt? Nein. Und die Sportsitze. Ja, aber 64. Genau, 466.000 ist der gelaufen. Ich fahre den seit ein paar Tagen schon, muss sagen, der lässt sich super fahren. Wir haben aber nur ein Problem, was ich auf jeden Fall anhieb merke, sogar zwei Probleme, merke ich. Ich weiß nicht, ob er die volle Leistung hat, das kann ich irgendwie nicht einschätzen. Und Getriebe. Getriebe ruckelt. Er spürst schon irgendwelche Probleme. Genau. Wir gucken den heute zum ersten Mal von unten an. Ich kann euch aber so viel sagen, ja, so ein bisschen schneller bin und über Hügel fahre oder irgendwie über Unebenheiten fahre, merke ich direkt, dass er ein bisschen schwimmt. Das heißt, da muss definitiv was kaputt sein. Safe. Die Stoßstange hier, schön einen draufgekriegt, hier an der Seite. Das hat man nachts natürlich nicht so gesehen. Hier auch kaputt. Selbstständig gefüllt. Ja. Also ich muss ja auch sagen, das ist der billigste W213 Taxi Deutschlands. Da kann man nichts erwarten. Was ist das für ein Baujahr? Ende 2017. Kannst du auch 2018 sagen. Ja. Sag mal, an die 200.000. Mit so einer Ausstattung bezahlst du locker, ich fest, ab 20.000 Euro. Und wir haben nur einen Bruchteil davon bezahlt. Taxi war das günstigste, was ich gefunden habe. Gebrauchsspuren von außen haben wir jede Menge. Was mich jetzt interessiert, Eidosch, wie sieht es von unten aus? Ja, genau. Weil wir müssen ja so langsam den fit machen, weil wir haben noch sehr viel vor damit. Wir heben den jetzt einmal hoch und dann schauen wir uns den von unten an. Ja. Motortechnisch können wir sowieso nicht viel sehen. Was willst du motortechnisch sehen, werden wir noch mal gucken. Über den Motor können wir mal irgendwann reden, aber da wird der liebe Andreas dabei sein von Atonio. Weil dieser Motor ist genau das, ich sag mal, was der liebe Andreas an Werbung macht. So, das ist auch kaputt, Eidosch. Oh je, den Stoßdämpfer? Ja, ja. So sieht der Motor aus. Da ist der Turbolader. Ah, man sieht hier, dass der ein bisschen rußt. Das kann aber auch sein, weil der Partikelfilter zusitzt. Und das denke ich ja auch. Weil ich merke, dass der nicht volle Leistung hat. Hier sieht man, dass da ein, zwei neue Sensoren reingekommen ist. Ja gut, aber bei der Laufleistung kann man ja schon davon ausgehen, dass da alles so ziemlich verstopft sein kann, ja. Könnte. Glaube ich auch. Hat der auch einen Werkstattmodus? Nein, Alter, weil er keine Luftfederung hat. Warum macht er den? Ach, der hat den jetzt auf P gemacht. So, ich bin jetzt echt gespannt, was kaputt ist oder was nicht. Einen Moment. Warum? Ich wollte meinen Kaffee kurz holen. Ich hab den da voll vergessen. Jetzt wird einer sagen, mach es nicht. Was ich sagen kann, der hat Vibration bei 120, 130. Könnte aber die Kardanwelle sein, kann der Kardanwelle Mittellager sein. Die ganzen Felgen wurden mal mitgenommen. Ne? Dass der eine Umbucht hat, dass eine Felge vielleicht krumm ist. Oder der hat mal einen Unfall gehabt, was genau auf die Felge drauf gekommen ist. Ich merke das auf jeden Fall bei 120, 130, merke ich so eine leichte Vibration. Was meinst du denn? Du hast schon Bau gesagt? Oh, das hier. Sieht aber sehr, sehr eng aus. Ob das so gewollt ist? So. Ja, natürlich. Kannst du bei so einem Auto, der natürlich wieder mehrere Querlenker hat, nicht richtig ermitteln, ob was ausgeschlagen ist oder nicht? Das kann man nicht sehen, aber wir werden jetzt schauen, ob, ja, hier haben wir Spiel. Ja. Ja, hier haben wir definitiv Spiel.
Gesundheit. Sorry. Danke. Hier haben wir auf jeden Fall Spiel. Cool. Also ist hier auf jeden Fall was ausgeschlagen. Und wie sehen die Stoßdämpfer? Die Stoßdämpfer so klein. Aha, interessant. Aber ich sehe schon, die Querlenker sind alle noch original, leider. Echt? Ja. Ja, bei 7 Jahren da geht nicht viel kaputt, ne? So, Bremsen haben die neu gemacht. Also, aber vor kurzem. So, vorne haben wir auf jeden Fall Spiel. Hinten, die Klötze sind auch neu. Stoßdämpfer ist auch gut. Auch gut, die Reifen sind gut. Aber keine gute Marke. Die Bremsen oder was meinst du? Nee, Reifen. Ja, die Bremsen auf jeden Fall auch nicht, weil du siehst da richtig Verbrennungen drauf. Also Qualität her nicht gut. So, Radlager habe ich jetzt nicht kontrolliert. Sieht gut aus. Also du glaubst es nicht, Eidosch, da ist alles noch original. Ja, hier die Querlenker. Aha, aha, aha. Und dann haben wir hier Ölverlust. Das ist Ölverlust? Ja. Oh. Ölverlust. Hier haben wir neue Schrauben reingemacht. Hier haben die den Querlenker erneuert. Ist auch von Lenovo gekommen. Alles gut. Alles gut, ich werde es überleben, glaube ich. So. Hab mich nur erschreckt. Ist auf jeden Fall ein bisschen Öl, ne? Hier, den werden wir mal abbauen. Also ich muss sagen, der ist auf jeden Fall 1000-mal besser als der Mercedes, den wir davor gekauft haben. Pothole? Pothole Mercedes. Sackstoßdämpfer sind neu gekommen. Okay. Ich glaube, die haben falsche Stoßdämpfer hier eingebaut, Eidosch. Echt jetzt? Ja? Ah, das sieht auch gut aus. Hier, KD-Scheibe ist auch neu. Ich glaube, die haben schon an der Vibration gesucht gehabt, ne? Aber guck mal, das hier, das ist nicht gut. Was ist da? Da haben die Striche reingemacht, warum auch immer. Irgendwas wollten die markieren, ne? Ja, irgendwas wollten die markieren. Hier haben die auch gemacht. Da auch, da auch. Irgendwas haben die da gemarkiert, oder? Vielleicht beim Auswuchten. Wer weiß. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel Ruß und Öl. Gut, wir werden mal die Abdeckung abbauen, beide. Da bin ich mal gespannt. Guck mal, da kommt schon Wasser raus. Du hast gerade einmal drauf geklopft. Siehst du, wie das runtertropft? Ja. Dusche. So, und da sehen wir schon, dass der Öl verliert. Wow, wow, wow. Und nicht wenig. Ah, okay. Nein, nehme ich zurück. Nehme ich zurück. So viel ist das nicht. Hier vorne verliert der Öl. Es wird höchstwahrscheinlich Stirndecke vorne sein. Aber ist wenig, das ist nicht viel. Das ist jetzt okay so. Ne? Das ist okay so. Ne? Also ich hätte es jetzt schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Warte mal, ich mache den mal komplett auf. Hier siehst du, dass der kann auch sein, dass er Öl verloren hat. Also nimm das mal bitte. Wow, das Ding ist schwer. Oh, da ist viel Wasser drunter, glaube ich. Und schwer. Nee, so, es geht ja. Ja, ich meine, ich glaube, so wie ich das jetzt sehe, denke ich, dass der mal richtig Öl verloren hat vorher. Und das haben die behoben, weil, oh, guck mal hier. Ha. Was ist da? Dichtmasse hoch 10. Oh. Ja, und was ich sehe, das Getriebe verliert Öl auf dieser Seite. Nur auf einer Seite? Nur auf einer Seite. Heißt das irgendwas auf dieser Seite mit der Dichtung ist nicht okay oder hier ist irgendwo ein Haarriss oder sonst was? Das kann auch sein, ne? Hier verliert der irgendwie Öl. Okay, aber guck mal das an. Ne? Nur eine Seite. Viel hilft viel. Das ist heftig. Warte.
Da haben sie echt gedacht, viel hilft viel. Ja, da haben die mal ordentlich super drauf gemacht. Und danach, ja. Ja, also ich muss aber eins sagen, um den hier Getriebe zu spülen, haben die echt gut gemacht. Hier, das Ding hier, ja, hier ab oder da ab und dann Getriebe spülen. Das könnt ihr echt super machen bei dem, muss man sagen. Und was natürlich, ja genau, stimmt. Das, Leute, jetzt muss ich eins sagen. So, hier haben die wiederverwendet. Das, der muss ja eigentlich neu. Die Ölablassschraube. Muss eigentlich neu. Ey, ist das aus Plastik? Das ist aus Plastik, so ist es, Eidosch. Echt jetzt? Da hat sich Mercedes damals was gedacht, hat gesagt, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich habe doch letztens einen gehabt. Echt jetzt? Ja, ja, ich habe noch einen letztens Loch gewechselt. Ach, hat er schon weggeschmissen. Ich schätze mal, dass sie den Ölwechsel gemacht haben und das hier wiederverwendet haben. Siehst du das an der Kerbe, oder? Ja, ja. Und danach hat er angefangen, Öl zu verlieren. Und dann dachten die, ach, okay, der verliert hier an der Ölwanne. Wird aber nicht der Fall gewesen. Ne? Die Ölablassschraube selber, dass der Öl verloren hat. Und deswegen, wenn ihr so ein Auto habt oder so einen Motor habt, dann müsst ihr immer, immer diese Ablassschraube erneuern. Es ist Plastik. Die müsst ihr auch nicht festziehen. Die macht einmal nur Klack, das war's. War das schon immer so bei Mercedes? Nee. Mercedes hat damals noch schöne Qualität gehabt, Eidosch. Ah, jetzt sparen die auch. Jetzt sparen die an allen Kanten. So, da haben wir noch einen Cut. Da drüber haben wir einen Cut. Ach, der Ladeluftkühler ist am Motor verbaut. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das müsste so sein. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der hat, glaube ich, einen Ladeluftkühler direkt am Motor. Mit integriert so. Genau. Das heißt, hier der Ladeluftkühler und hier die ganzen Cuts. Weil hier hatten wir ja meistens einen Cut und dann hatten wir hier nochmal diesen Cut gehabt für NOx. Ich sag mal, während der Fahrt so stark gekühlt, dass sie gedacht haben, Mercedes, wir machen das jetzt alles kompakt an dem Motor dran, damit der schnell die Temperatur erreicht und dann alles vernünftig läuft. Boah, ich habe den paar Tage gefahren. Und ich sag euch, ehrlich, no joke, auf der Autobahn habe ich 4 Liter verbraucht, glaube ich. Und innerorts bin ich bei 6 Liter. Es ist Wahnsinn, das ist aber völlig okay, ne? Was dieser Motor verbraucht. So gut wie nichts. Okay. Ich habe den gekauft mit 3 Schichten. Er hat eine Reichweite von 400 Kilometer. Ich glaube, ich habe 330 oder so gefahren. Schön. Und jetzt hat er immer noch 1 Strich. Er sagt, bitte tanken, aber hat noch 200 Kilometer Reichweite. Ja, super. Das ist krass. Also der Motor ist schon krass. Also Mercedes hat hier einen hammergeilen Motor hingestellt. Muss ich sagen, hat der Probleme? Ja. Viele, die den Motor kennen, wissen, Kette und Schlepphebel machen sehr, sehr viele Probleme bei diesem Motor. Das werden wir später einbauen. Ansonsten muss ich sagen, der ist gut. Also bist du von unten rum so jetzt zufrieden bei dir? Ja, bis auf die Stoßdämpfer. Die Stoßdämpfer, die stimmen nicht. Kannst du mir sagen, also, was du willst? Meinst du, haben die falschen eingebaut? Ja. Und hier ist irgendwas ausgeschlagen. Ich kann dir nicht sagen, was, aber ich schätze mal, irgendein Querlenker hier wird ausgeschlagen sein. Hier oder hier, da sieht man ja. Der ist aber richtig, richtig gerissen, ist der sogar. Und hier auch gerissen. Ich kann dir sagen, also warum der so sich bewegt. Die haben hier Stoßdämpfer getauscht, die haben hier Querlenker getauscht, aber ich kann dir eins sagen, die haben hier keine Spureinstellung gemacht, Eidosch. Ah, meinst du? Ja, deswegen, das fühlt sich auch genauso an. Wenn du irgendwas ausbaust, ja, weil es ist schon okay. Also ich muss sagen, ich kann dir echt nicht sagen, ne, das Ding ist schon brutal. Alles schon stabiler? Wow, ja. Halten wir mal fest. 466.000, aber sagen wir mal knapp 500.000 gelaufen. 7 Jahre alt fast, ne? Querlenker sind original, bis auf einen. Den haben die erneuert. Und die Stoßdämpfer haben die erneuert. Aber ich muss sagen, wie gesagt, die Stoßdämpfer sind zu dünn. Da muss ich mal schauen, ob wir hier andere Stoßdämpfer holen können. Nein, noch. Hier haben wir nur HD-Scheibe vorne. Oh, guck mal, diese HD-Scheibe haben die nicht erneuert, Alter. Und guck mal, wie der aussieht. Oh, der hat Risse bis zum geht nicht mehr. Die ist kaputt. Ja, HD-Scheibe vorne haben die nicht erneuert. Okay, muss man nicht verstehen. Also erneuert man eigentlich beide? Ja, natürlich, ich würde beide machen. Wenn man eine HD-Scheibe irgendwo, also wenn die kaputt ist, dann geht die auch kaputt. Okay. Ja, die werden ja beide gleich belastet. Und das haben die nicht gemacht? Nee.
haben die nicht gemacht. Und sonst ein Öl sehe ich nicht. Außer die Seite hier von Getriebe, ne? Hast du gesagt? Guck mal, hier die Seite. Ach, hier der Ladeluftkühler, Eidosch. Guck mal, wo, da ist der Ladeluftkühler, siehst du? Warte, wo? Da, das ist der Ladeluftkühler. Da oben? Ja. Leicht ölig, ist okay. Der billigste? W213. Genau, und wie man sieht, haben die in der Zeit, wo die den gefahren haben, nicht viel Geld investiert. Obwohl das alles noch die originalen Querlenker sind, die halten noch. Mhm. Und 466.000, und da lobe ich ja auch mein Audi noch mit 400.000, aber jetzt dürft ihr nicht vergessen, der ist ja, das ist vom Baujahr 2012, das ist vom Baujahr, sagen wir 2018. Mhm. Der ist 6 Jahre jünger. Ja. Aber meiner hat ja auch noch die ganzen originalen Querlenker. Hat er noch? Ja, ja, stimmt, ja. Hat er ja, stimmt. Und der hier auch. Bei dem wird sogar einer gewechselt, bei mir keine. Bei dir keine. Getriebe müssen wir in den Griff bekommen, Spureinstellung werden wir machen. Und dann werden wir natürlich vieles noch wechseln. Du hast ja gesagt, der günstigste W213. Ja. Willst du denn auch den Preis sagen oder Nein. sagst du den nicht? Nein, okay. Soll ich nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall der günstigste. Mit der Ausstattung, kriegt man keins mit der Laufleistung. Und ihr dürft nicht vergessen, der läuft. Kein Getriebeschaden, kein Motorschaden, gar nichts. Okay, Getriebeschaden wissen wir noch nicht, das müssen wir noch anschauen. Deswegen. Ja. Verblüfft. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die ganzen Querlenker sind ausgeschlagen, alles Stoßdämpfer, kaputt. Das und dies und jenes. Was haben wir gefunden? Spureinstellung, Stoßdämpfer vielleicht nicht, bisschen ja. Ölverlust und die HD-Scheibe. Mehr habe ich nicht gefunden. Mhm. Die Cuts müssen wir ja noch anschauen. Oder der Turbo ist hinten, das kann auch sein. Motor musst du aufmachen, oder? Genau. Ich hoffe, ihr hört uns. Wir haben jetzt neue Mikrofone. Okay, das habe ich auch noch. Das Problem besteht auch genau. noch. Neue 2 Stoßdämpfer. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall auch mal Getriebespülung machen. Mit TEPCOs Spülgerät. Ne? Das billigste Spülgerät. Ja, genau. Damit werden wir auf jeden Fall ein Spülgerät machen. Ja. Wir werden mit dem Spülgerät ein Spülgerät machen. Ja. Und danach Getriebespülung werden wir irgendwann mal machen. Genau. Wenn wir Zeit haben. Dann werden wir Getriebespülung machen und danach gucken wir, ob er das weggeht. Ist. Wenn nicht, haben wir ein Problem mit dem Getriebe. Ich hoffe mal nicht. Oh. Weil der hakt bei allen Gängen. Nur komischerweise im kalten Zustand nicht. Im Was heißt Zustand. Hakt? Wenn du wechselst, dann merkst du so einen Ruckel? Ja, dann merkst du so einen Ruckel. Okay. Ne? Das hat der doch auch gehabt. Irgendwie. Weißt du noch so? Bei, nein, hat das nicht. Nein. Hat der nicht? Nein. Hat er nicht? Okay. Hallo, mach mein Audi nicht schlecht hier. Nein, ich mag den voll. Ne? Du kannst ich fahre jetzt den mit nächste Woche mal ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. Warum wolltest du einen Unfall bauen? Ja, vielleicht fährt mir einer. Ja. Nein, ich fahre niemandem rein. Alter, das Problem ist, jedes Auto, was du ich mitnimmst, hat den. Immer total Schaden. Lass mich den noch mal ein bisschen fahren. Ne? Ich muss doch erstmal von der 18.000 Euro Rechnung noch klarkommen. Lass mich mal erholen von, diesen, von der Rechnung. Ne? Der Golf ist übrigens fertig. Aber das fand ich so witzig, dass der ein oder andere Kommentar geschrieben hat. Ja, 4 Wochen, der labert. Wie lange haben die gebraucht? 4 Wochen, 5 Wochen. 5,5 5,5 Wochen haben die gebraucht. VW. Die haben alles erneuert. Und das Geile war ja, die Lackierung war nicht gut auf der einen Seite. Ist ja. nicht durchgekommen. Dann musste der nochmal zurück zum Lackierer, musste erneut. Dann habe ich nochmal eine Woche warten müssen. Genau. Aber dazu werden wir auch noch ein Video. Fall. Gut, ist doch schön. Dann sparen wir erstmal ein bisschen Geld. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. So, an euch die Frage nochmal. Was würdet ihr damit machen? Außer jetzt Taxi und Geld machen? Ne, natürlich nicht. Ich meine so, was würdet ihr so machen? Daran ändern, meinst du genau. generell? Okay. Farbe, wollen ja. wir ja wissen. Innenausstattung, wir haben keine Ambientenleuchte. Das Lenkrad ist Schrott. Die Nähte sind auf. Ne, gib mir Tipps. Ne, AMG vielleicht. Vielleicht Farbe ändern. Schreib einfach mal in die Kommentare, seid einfach mal kreativ. Gib mir auch Tipps. Die haben damals viel Werbung gemacht für das Auto, dass sie den besten Mercedes aller Zeiten hingestellt haben. Ich muss sagen, so wie ich den jetzt fahre, mit 500.000 fast, ist nicht schlecht. Man kann es nicht mit W212 vergleichen, mit 11 sowieso nicht. Das ist schon ein geiles Auto, muss man sagen. Und hübsch. Ich finde auch seit langem ein Mercedes wieder hübsch. Ich fand ja zum Beispiel den W212 Facelift hübsch von vorne, aber von hinten nicht. Mhm. Und von der Seite nicht. Aber den finde ich echt hübsch, aber nur hübsch, wenn er Avantgarde ist. Und wenn er diese LED-Scheinwerfer hat, ansonsten nicht. Weil die haben auch diese Halogen-Scheinwerfer. Boah, dann sehen die echt hässlich aus. Mit dem Grill noch. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Wer Eidosch nichts zu sagen hat, hast du noch was zu sagen? Nein. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.
Bleib gesund. Bis dann noch rein. Ciao. Eidosch. Ja. Ich freue mich auf dieses Projekt. Das wird, der wird geil. Der, schön. Der wird geil. Juhu. 64 Warmambiente, also von 3 auf 64. Okay. Unter die Lüftungsdüsen drin. Das ist schon geil. Das hier zum Beispiel, gibt es ja zwei Visionen davon, hast du gesagt? Ja, genau, es gibt drei. Ja. Genau. Allerdings sind die Tasten original und der Airbag. Genau, die sind komplett Plug and Play. Also du hast die Steuergeräte unten schon dran. Kleinteile, Embleme sind sogar dabei. Ja, und das ist hier auch, weiß ich nicht, was das ist. Das ist eigentlich, glaube ich, der Diffuser. Ah, Diffuser, genau. Schätze ich mal. Hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Weil wenn es mit dir macht, dann ist es immer geil. So, Mitty, hast du noch was zu sagen? Nee. Danke, tschüss, auf Wiedersehen. Bukadak basit mich nicht.